Ich bin der Flamur Schale. Wir haben den Samstag, den 20. November 2021. Das Thema lautet Integrieren. Wir sind bei der Funktion Cosinus von x. Wir wollen von Pi bis 2Pi gehen. Wenn wir das hier schon mal einzeichnen, dann sehen wir schnell, dass das wahrscheinlich. Jetzt funktioniert mein Stift gerade nicht mehr. Dann sehen wir relativ schnell, dass hier eine Nettofläche 0 ist. Ich versuche es noch gerade. Und sonst, jetzt haben wir schon geredet. Das, was ich sage, das, oder auf, bereits einmal aufgenommen habe. Das tue ich veröffentlichen. Also ich habe mir das mal so vorgenommen, damit ich halt dann auch immer. Auf jeden Fall von Pi bis 2Pi, das heisst, wir sehen hier visuell, dass wir hier eine Fläche haben. Na doch, jetzt funktioniert der Stift wieder. Von Pi bis 2Pi. Von Pi bis 2Pi, wir sehen hier oben haben wir 0. Oder eben doch nicht. Also Punkt könnt und hier 0. Das heisst, Nettofläche Integral wird folgendes liefern. Nettofläche von 0. Nettofläche von 0. Trotzdem der Flächeninhalt, der ist nicht 0. Wir sehen, der Flächeninhalt ist aber nicht 0. Und zwar, wie viel ist er? Wir gehen von 3 Zweitel Pi zu 2 Pi über. Gehen 3 Zweitel Pi zu 2 Pi über. Und dann merken wir, dann haben wir hier oben 0 minus da hier, wo sind wir da? Bei minus 1. -1 und das geht dann gleich 0 plus 1 und das gibt einen Flächeninhalt von 1. Dann werden wir hier einen Flächeninhalt von 1 haben. Und da der Unterschied, also die unbekannte Fläche unterhalb von der x-Achse plus das 1, das gibt anscheinend minus 1. Nein, nicht minus 1, sondern was haben wir am Anfang gesagt, Nettofläche von 0. Also von 0 und dann, wenn wir auf beiden Seiten minus 1 rechnen, dann haben wir u, die unbekannte Fläche ist gleich minus 1. Da kommt hier unten das minus 1 hin und der gesamte Flächeninhalt ist dann ein Betragszeichen von minus 1 oder minus mal minus 1 plus 1 und das gibt dann einfach den Flächeninhalt von 2. Also, wir sehen, wenn wir ein bisschen. Wenn man grafisch und rechnerisch vorgeht und das Ganze versteht, dann ist das schon sehr einfach. Also wirklich von Rechnen kann man da nicht mehr reden. Da geht es einfach mehr darum, das Verständnis zu haben dafür, was der Integral für einen Wert liefert und was man nachher daraus machen kann. In der nächsten Lektion mache ich dann das so, wie ich es eigentlich immer mache.